begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Schwarze Faden, Ihrem Polit-Talk hier auf FPÖ TV. Zur heutigen Sendung begrüße ich ganz herzlich unsere Abgeordnete zum Nationalrat, Dr. Susanne Fürst, unseren Abgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der FPÖ-Fraktion hier im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker. Hallo. Und ich möchte ganz neu vorstellen, als neues Mitglied im Ibiza-Untersuchungsausschuss, unseren Abgeordneten Christian Ries. Grüß dich. Guten Tag, servus. Den Christian Ries, wir beide kennen uns noch aus dem BVD-Untersuchungsausschuss. Und ich möchte gleich mit dem Christian Ries starten, weil er eben neues Mitglied der Freiheitlichen Fraktion ist. Er wird uns unterstützen in der wichtigen Aufklärungsarbeit in diesem Ausschuss. Christian, du bist ja von deiner Profession her Kriminalbeamter und hast ja einiges an Erfahrung. Erzähl ein bisschen was über dich. Was ist deine Profession? Wo ist deine Expertise? Wie wirst du dich in diesen Ibiza-Untersuchungsausschuss einbringen können? Ja, ich kann jetzt auf 30 Jahre Berufserfahrung bei der Polizei zurückblicken und 20 Jahre davon im Bereich der Kriminalpolizei. Ich bin zurzeit im LKA Burgenland beruflich beheimatet in der Prävention, war aber zuvor in der Observation tätig und habe auch in SOKOS mitgearbeitet. Das ist interessant. Das heißt, du hast Erfahrung in Sonderkommissionen. Würde mich sehr interessieren, in der SOKO, in der du gearbeitet hast, weiß ich nicht, worum es da ging, ist auch gar nicht so relevant, aber jetzt stell dir vor, du arbeitest in einer SOKO und kommst drauf, Kollegen von mir werden auf einmal aktenkundig, da gibt es eine sogenannte Anscheinsbefangenheit, wie das so schön heißt. Was würde man da als Kriminalbeamter tun? Was würdest du als SOKO-Beamter da tun? Ich denke, zur Beweisführung vor Gericht speziell ist es unerlässlich, dass alle Beamten, die dort mitarbeiten, über jeden Zweifel der Parteilichkeit erhaben sind. Da sehe ich jetzt, dass das größte Manko in dieser SOKO, speziell, und wenn schon der Leiter dieser SOKO in Zweifel gezogen wird, ob die Parteilichkeit, die Überparteilichkeit gegeben ist, da muss man schon beginnen zu denken, ob man diese SOKO nicht strukturell anders organisiert. Das heißt, wir haben erlebt im BVD-Untersuchungsausschuss, dass die Möglichkeit gegeben war, einzelne Beamte zur Staatsanwalt direkt zuzuteilen. Das heißt, die Melde- und Informationswege werden kürzer. Und es ist auch gewährleistet, dass die Staatsanwaltschaft zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über das Verfahren hat. Das heißt, du wirst dich in deiner Arbeit der Arbeit dieser SOKO-Tape speziell widmen? Ja, durch meine berufliche Erfahrung weiß ich, wie so eine SOKO arbeitet. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist zu einer SOKO, zur konventionellen kriminalpolizeilichen Ermittlungstätigkeit, ist, dass die SOKO wesentlich enger mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Das ist der Sinn so einer SOKO. Und wir werden dann schauen, wie das dort funktioniert hat, weil momentan wissen wir, dass es durchaus verschiedene Ansichten der Vorgänge in dieser SOKO-Aufarbeitung gab. Da gibt es große Meinungsunterschiede, was jetzt das Video zum Beispiel betrifft, zwischen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, und die gilt es hier ganz einfach auszuräumen. Meinungsunterschiede ist eigentlich nett ausgedrückt von dir, Christian. In Wahrheit haben sich die belauert wie die kleinen Kinder. Ne? Also wie das Video vom Innenministerium ins Justizministerium überstellt worden ist, wollten die nicht einmal das Backerl aufmachen und haben dann einen Brief geschrieben ans Innenministerium, was leicht da drinnen ist. Und der Chef der SOKO hat dann gesagt, schaut's rein, dann wisst ihr's, ne? Dass man weiß, auf welcher Ebene das da eigentlich diskutiert wird miteinander. Ja, man fühlt sich manchmal wirklich in Monty Pythons Flying Circus zurückversetzt, wenn man sich da teilweise die Amtsvermerkte und die Berichte durchliest. Die SOKO Ibiza hat natürlich einen breiten Raum in diesem ganzen Untersuchungsausschuss. Die erste Auskunftsperson, die wir am Mittwoch hier befragen werden, ist aber ein ganz prominenter Politiker der Republik, nämlich der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch nicht nur Nationalratspräsident ist, sondern auch Vorsitzender des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Und wir schauen uns in unserem ersten Einspieler des Tages an, wer ist dieser Wolfgang Sobotka, warum wurde er für den Untersuchungsausschuss überhaupt geladen und welche Schlüsselrolle hat Wolfgang Sobotka inne? Das Thema der Befangenheit des Vorsitzenden Wolfgang Sobotka zieht sich seit Anbeginn wie ein schwarzer Faden durch den Ibiza-Untersuchungsausschuss. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker forderte den ÖVP-Nationalratspräsidenten schon am 26. Mai erstmals auf, sich vom Vorsitz zurückzuziehen. Schon damals zeichnete sich ab, dass eine Befragung Sobotkas wegen zahlreicher Kontakte in die Glücksspielszene unumgänglich sein werde.
Diese Befragung findet nun am ersten Ausschusstag nach der Sommerpause statt. Doch Sobotka will danach den Vorsitz weiterführen. Dabei haben sich in den 4 Monaten seit Beginn zahlreiche weitere Argumente ergeben, warum er in dieser Funktion nicht tragbar ist. Hier 5 Gründe. Erstens, das Alois Mock-Institut. Die tiefschwarze Denkfabrik erhielt Geld vom Glücksspielkonzern Novomatic. Sobotka ist dort Präsident und um ihn herum sind Schlüsselpersonen aus Sobotkas durchaus skandalträchtiger Politkarriere installiert, in der er dem Land Niederösterreich massiven finanziellen Schaden bescherte. Mehr als 2 Milliarden Euro Verlust standen am Ende von Spekulationen mit Wohnbaudarlehen unter Sobotkas Verantwortung als Landesrat. Zweitens, die Novomatic Connection. Sobotka soll nur wenige Tage vor der Bestellung des neuen Casinos Vorstand einen Termin mit Novomatic Gründer Graf gehabt haben. Sobotkas ehemaliger Mitarbeiter Bernhard Krumpel ist tief in die Affären des Glücksspielkonzerns verstrickt. Und die von Gründer Johann Graf reich beschenkte Ehefrau des Novomatic-Aufsichtsratsvorsitzenden arbeitete in seinem Parlamentsbüro. Auch diese Personen müssen dem U-Ausschuss Rede und Antwort stehen. Drittens, die ÖVP-Parteiakademie. Wie Medien berichten, war auch ihr Direktor Andreas Halper an dem Versuch beteiligt, der ÖVP durch Zahlung von 70.000 Euro belastendes Material gegen den früheren FPÖ-Obmann Strache zu beschaffen. Sobotka ist selbst Mitglied des Vorstands dieser Akademie, ein Indiz dafür, dass auch er von der Aktion Bescheid gewusst haben könnte. Viertens, die Affäre Wirecard. Der bis heute flüchtige ehemalige Vorstand der pleitegegangenen Wirecard AG, Jan Marsalek, soll ausgerechnet in Moskau mit dem damaligen Innenminister Sobotka zusammengetroffen sein. Marsalek soll über Jahre hinweg mit geheimen Informationen aus dem österreichischen Verfassungsschutz versorgt worden sein, auch während der Ära Sobotka. Fünftens, die Vorsitzführung. Wolfgang Sobotka übt sein Amt alles andere als unparteiisch aus. Wenn es für die ÖVP eng wird, greift er häufig ein und versucht, Fragen der Opposition nicht zuzulassen. Die sich daraus ergebenden Geschäftsordnungsdebatten zerstören den Befragungsfluss. Außerdem verhinderte Sobotka mit einem fragwürdigen Rechtsgutachten die Lieferung des Ibiza-Videos an den Ausschuss. Der Berliner Anwalt Eisenberg hatte dies angeboten, doch Sobotka erachtete es als rechtswidrig. Somit liegt das wichtigste Beweisstück 5 Monate nach dessen Auffinden den Abgeordneten immer noch nicht vor. Allesamt Gründe, weswegen man den Vorsitzenden bereits als den Saboteur des Untersuchungsausschusses bezeichnet. Ja, lieber Christian, Wolfgang Sobotka, eine der Schlüsselfiguren und wahrscheinlich einer der Höhepunkte, die Befragung in diesem Untersuchungsausschuss. Siehst du es auch so? Ja, absolut. Ich bin ja gespannt, wie der Herr Sobotka sein durchaus vorhandenes Temperament da im Zaum halten wird. Aber um zurückzukommen, es war ja vor dem Ausschussbeginn schon klar, dass er als Vorsitzender höchst problematisch ist, weil wir haben vorher schon gewusst, aufgrund der Aktenlage, dass natürlich ein Punkt jener sein wird, dass es ums Alois Mock-Institut gehen wird. Das ist ein Verein, dem Wolfgang Sobotka als Präsident vorsteht, der wiederum Gelder von der Novomatic bekommen hat und wo im Übrigen schon wieder das ganze Umfeld von Wolfgang Sobotka, wie wir es aus Niederösterreich schon kennen, wiederum drinnen sitzt. Das ist zum Beispiel der Herr Redler dort, sein Stellvertreter in seiner Funktion im Verein. Der Herr Redler, muss man wissen, ist der Sohn des ehemaligen Nationalrates Redler, der, glaube ich, mittlerweile sogar schon das Bürgermeisteramt in der Erbmonarchie von seinem Vater übernommen hat in Bad Erlach. Und der Herr Redler war aber auch der, der dem Herrn Sobotka schon bei einigen anderen Dingen sehr gut zur Seite gestanden ist. Ich erinnere an die Milliardenverluste beim Verspekulieren von niederösterreichischen Wohnbaugeldern auf der einen Seite oder einem vielleicht in ÖVP-Dimensionen gemessenen kleinen Loch von 40 Millionen Euro, die gefehlt haben bei der Gartenbau und Tullen. Also das sind Dinge, wo der Herr Redler immer schon an der Seite von Herrn Sobotka gestanden ist und damals haben wir schon als Freiheitliche Partei auch aufgedeckt, dass sich der Sobotka immer eines sehr ausgeklügelten Vereinsnetzwerkes bedient hat und offenbar hat er diese Sitten und Gebräuche aus Niederösterreich mit seinem Gang in den Bund nicht abgelegt, sondern macht es froh und lustig weiter. Da ist dann noch eine Dame dabei, die zufälligerweise auch in einer ÖVP-nahen Wohnbaugenossenschaft wiederum
auftaucht. Ja, da gibt es dann gegenseitige Beauftragungen mit Inseraten. Ich gehe davon aus, dass dann das eine oder andere Scheinchen dann natürlich wieder in der ÖVP-Kasse landet. Und, ja, und richtig spannend ist, dass ich in genau dieser Wohnbaugenossenschaft, wo der Herr Sobotka mit seinen Freunden herumfuhrwirkt, auch ein ehemaliger, sehr, sehr hoher Beamter aus dem Innenministerium, der Herr Gloldmüller befindet. Das ist übrigens auch der Herr Gloldmüller, der seinerseits wiederum in der österreich-russischen Freundschaftsgesellschaft drinnen sitzt, und da ist schon wieder der Konnex zur Wirecard da. Das heißt, in Wahrheit ist das Alois Mogi-Institut mittlerweile schon ein Nebenschauplatz. Wir müssen schauen, was der Herr Sobotka mit dem Herrn Masalek von Wirecard besprochen hat. Das ist dieser angebliche James Bond und Tausendsasser, der da aus dem Wirecard-Universum kommt, mit dem er sich getroffen hat. Also es führen viele, viele Spuren und Verquickungen zu Wolfgang Sobotka, und natürlich werden wir ihn dazu befragen. Und noch einmal, er hätte gut daran getan, schon am Beginn des Ausschusses den Vorsitz nicht zu übernehmen, dann hätte er sich diese peinliche Situation jetzt erspart. Ja, bemerkenswert. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbreche, ich komme dann gleich zu dir. Die Eva Julia Leitner-Christ, die ja auch in diesem Alois-Mock-Institut ist, ich nehme an, das ist jene Beamtin, die du gemeint hast, oder jede Mitarbeiterin, die du gemeint hast, die macht ja auch Presse- und Informationsarbeit in der sogenannten Wettgruppe, dort, wo der Gloldmüller der Direktor ist. Versucht die ÖVP hier diese öffentlichen, halböffentlichen Einrichtungen, ich nehme an, die Wettgruppe wird auch übers Land Niederösterreich mitfinanziert. Über die Wohnbaugenossenschaft wird übers Land mitfinanziert. Auf der anderen Seite haben wir das Alois-Mock-Institut, bekommt wieder Gelder von der Novomatic. Ist das nicht genau das, was man am Beginn dieses Untersuchungsausschusses der FPÖ vorgeworfen hat? Und das kommt jetzt gerade im Bumerang zurück. Auf der einen Seite Vereine, auf der anderen Seite halböffentliche Gelder. Dann haben wir wieder öffentliche Gelder, dann haben wir wieder einen Glücksspielkonzern, der wir finanziert. Wie bildet sich dieses... Wie ist dieses Bild jetzt mittlerweile in der Öffentlichkeit angekommen? Also man kann eines sagen, wenn es geht um Vereinsnetzwerke und Vereinsverschachtelungen, dann hat die der Sobotka wahrscheinlich erfunden. Ja. Und ich glaube, dass auch deswegen einer der maßgeblichen Gründe dafür, warum er sich diesen Vorsitz angetan hat, jener ist, dass er seitens der ÖVP schlicht und ergreifend als Vorsitzender im Ausschuss den Auftrag hat, dort und da die Decke drüber zu halten. Und wenn ihm irgendwo einmal die Einschläge dann zu nahe kommen, dann lassen wir halt ein Gutachten erstellen, dass gewisse Inhalte und Akten nicht zu uns geliefert werden dürfen. Also Wolfgang Sobotka ist der Dreh- und Angelpunkt und am Ende des Tages, glaube ich, auch noch der letzte Verteidiger des schwarzen Universums. Ich glaube, es geht um seine eigene Haut und schlussendlich geht es auch um die Haut der ÖVP. Weil wichtig, und das sollte auch das Ziel in diesem Ausschuss sein, wäre darzulegen, wie die ÖVP tatsächlich arbeitet, wie sie Geld sozusagen in ihren Parteiapparat pumpt, über Vereine, über sonstige Dinge. Und schlussendlich, wenn man sich anschaut, wie diese Vereine funktionieren, dann gibt es dort ein Klüngel von 10 bis 15 Personen, die machen untereinander den lustigen Hüttetausch. Ja. Dann ist einmal einer Kassier, dann ist er Stellvertreter, dann ist er Schriftführer oder Präsident. Aber schlussendlich ist das die gleiche Gruppe, die am Ende des Tages nur eines zum Ziel hat, öffentliche Gelder in Richtung der ÖVP umzuleiten. Und ich glaube, das wäre wichtig, das herauszuarbeiten. Und deswegen werden wir den Herrn Sobotka auch sicherlich nicht aus der Ziehung entlassen. Genau, nur ergänzend zu Wolfgang Sobotka, weil man sich ja wirklich gefragt hat, warum tut sich die ÖVP das an oder warum tut sich er selbst das an, dass er da Vorsitzender wird, weil ja klar war von Anfang an, dass die Optik da mehr als schief ist. Weil so wie du gesagt hast, bei der Vorsitzende oder der Chef einer Sonderkommission muss eigentlich über jeden Zweifel der Parteilichkeit erhaben sein, muss jeden Anscheinstest sozusagen hier bestehen, dass er völlig unabhängig ist. Und das gilt natürlich genauso für den Vorsitzenden eines Untersuchungsausschusses. Und das war klar, dass dieses Kriterium der Wolfgang Sobotka niemals erfüllen kann. Aber er ist eben da offensichtlich eingesetzt, um wirklich auch zu kontrollieren, zu steuern, was da gesagt wird. Weil man muss sich vorstellen, dass da Auskunftspersonen geladen sind, die früher für Wolfgang Sobotka gearbeitet haben, dann zur Novomatic gewechselt sind und so weiter. Da sind ja jede Menge Befangenheiten bei ihm konzentriert. Aber bisher hat er trotzdem an seinem Vorsitz eisern festgehalten. Aber ich denke auch, dass das bei seiner Befragung jetzt wirklich noch einmal Thema wird. Denn mit seinen Kontakten auch vor allen Dingen zur Novomatic ein zentrales Thema des Urausschusses. Ich meine, von den Kontakten, die er zur Novomatic gehabt hat, konnte die ganze FPÖ eigentlich nur träumen. Ja. Und übrigens, weil du es gerade gesagt hast, die Macht, die der Wolfgang Sobotka als Vorsitzender hat, darf man nicht außer Acht lassen. Weil schlussendlich, und er hat ja auch damit gedroht, beziehungsweise die ÖVP, wenn du dich erinnerst, vor dem Sommer,
Wenn es zu keiner Einigung bei der Ladungsliste kommt, dann wird die ÖVP die Ladungsliste festlegen. Und genau das ist der springende Punkt. Also wenn ich schon mit einem Fuß in einem Bereich Glücksspiel drinnen stehe, wo ich keinen Vorsitzenden gerne hätte, und dann noch sage, und ich gebe euch die Ladungsliste auch noch vor, dann zeigt ja das genau, diese Ungereimtheit und in Wahrheit auch diese Unvereinbarkeit. Natürlich, gibt. Ladungsliste, er kann die Sitzung unterbrechen, er kann Fragen zulassen oder nicht. Ist alles schon passiert. Ist alles schon passiert. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Geldverteilung, die spielt ja immer eine ganz große Rolle bei diesen ganzen Konstruktionen, die hier zum Tragen kommen. Alois Mock-Institut bekommt Geld von der Novomatic, die Wettgruppe als Wohnbaugenossenschaft kriegt Geld vom Land Niederösterreich. Und um Geld geht es auch in einer anderen Geschichte. Wir wissen seit letzter Woche, jetzt erstmals auch aktenkundig, dass es offenbar ÖVP-nahe Personen gegeben hat. Wir werden das dann hoffentlich jetzt noch im Detail ausdiskutieren, wo erstmals wirklich eine relativ große Summe geboten wurde, 70.000 Euro geboten wurde, um belastendes Material gegen Heinz-Christian Strache zu bekommen. Und zwar bereits im Jahr 2014, 2015. Also genau wissen wir es nicht. Jetzt hast du dich mit diesem Bereich intensiv auseinandergesetzt. Erzähl mal, diese vorbereitenden Handlungen, die schlussendlich dann in Ibiza geendet haben, worum ging es da? Was ist da passiert? Ja, ganz ist noch nicht wirklich Licht in diese Sache gebracht, aber was man bisher weiß, ist durchaus als sehr skandalös zu bezeichnen. Es dürfte bereits 2014, 2015 hier das Ansinnen der ÖVP gewesen sein, HC Strache anzupatzen oder belastendes Material über ihn zu sammeln. Es dürfte ein Angebot gegeben haben, über 70.000 Euro, damit man belastendes Material über HC Strache bekommt. Hier hat auch schon der Leibwächter von Strache, der immer wieder vorkommt, eine Rolle gespielt, der ja jahrelang hier schon Material gesammelt hat. Und da dürfte es noch vorgegangen sein um Vorwürfe, dass Strache Drogen konsumiert hat, um die Haarprobe, die da auch schon medial immer aufgeschlagen hat. Das hat man hier aber damals noch nicht so interessant gefunden. 2015, man wollte schon handfesteres Material haben. Mhm. Und da besteht halt jetzt schon der Verdacht, dass das dann übergegangen ist in eine Ideensuche auch, wie man denn zu mehr Material über HC Strache kommt. Dann kommt es zu Ibiza. Letztlich ist genau 2017 zum Dreh des Ibiza-Videos gekommen. Und was hier schon besonders interessant ist, dass hier ein ÖVP-Funktionär und Rechtsanwalt, Dr. Werner Suppan, eine Rolle gespielt hat, der in Kontakt war mit Rechtsanwalt Mirfakai schon 2015. Das ist der Rechtsanwalt, und der schlussendlich beim mittlerweile genau sehr ist, ne? bekannt geworden ist, weil er wirklich in die Herstellung des Ibiza-Videos nachweislich und auch nach seinem eigenen Geständnis verwickelt waren, hier eine entscheidende Rolle gehabt hat. Und das muss man sich dann vor Augen halten, dass es mit diesem Mann sozusagen schon seitens eines ÖVP-Funktionärs hier direkten Kontakt gegeben hat zum Thema Material über den damaligen FPÖ-Chef. Also das ist alles mehr als bedenklich. Und da muss man auch erwähnen, wer der Dr. Werner Suppan wirklich ist. Nicht nur ÖVP-nahe oder auch Funktionär, sondern jetzt auch Ersatzmitglied beim Verfassungsgerichtshof. Dort landen ja auch verschiedene Themen rund um den Ibiza-Untersuchungsausschuss, vielleicht jetzt auch die Frage des Ibiza-Videos. Also da stellt man sich schon die Frage, auch hier ÖVP-Nähe zu Verfassungsrichtern, bei dieser Partei nie ein Thema, bei der FPÖ damals, wie wir auch ein Vorschlagsrecht hatten für VfGH-Richter, ein riesiges mediales Thema, ein Skandal, dass womöglich hier FPÖ-nahe Personen in den Verfassungsgerichtshof kommen. Also es tun sich hier viele Fragen auf. Darf ich das nochmal zusammenfassen, damit ich das auch richtig verstehe? Das heißt, der Rechtsanwalt Suppan, der ja selbst auch Funktionär der ÖVP war, er war, glaube ich, Clubobmann der ÖVP im 16. Wiener Gemeindebezirk in einer Bezirksvertretung, sitzt jetzt im Verfassungsgerichtshof und war 2015 Teil einer Gruppe von ÖVP-Funktionären, die versucht haben, belastendes Material gegen Strache herauszubekommen oder zu besorgen oder zu kaufen.
zu. Du bist ja Juristin. Wenn ich jetzt jemandem Geld biete, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, du, ich habe 70.000 Euro, ich hätte gern belastendes Material gegen, ich weiß nicht, den Matthias Müller oder den Maxi Huber, wie würde man das rechtlich beurteilen? Naja, wir sind da im Bereich des Vorwurfs der Anstiftung zu einer strafbaren Handlung. Also, aber es ist ja spannend, nicht? Weil ich meine, Susanne, du bist selbst Rechtsanwältin und du weißt, dass es ja grundsätzlich eigentlich eine hohe Standesethik geben sollte. Also mich wundert wirklich, warum die Rechtsanwaltskammer weder gegen den Herrn Dr. Mirfagrei noch gegen den Herrn Dr. Suppan überhaupt irgendwie tätig geworden ist. Man weiß vor allem, wenn es freiheitliche Rechtsanwälte betrifft, wird oft wegen weniger kammerseitig intern ermittelt. Also das ist für mich unvorstellbar. Und am Ende des Tages, ja, wenn jetzt Rechtsanwälte offenbar das Medium dafür sind, dass dann irgendwelche Informationen gehandelt werden und irgendwelche erpresserischen Aktivitäten durchgeführt werden, dann muss er das im ganzen Stand der Rechtsanwälte massiv schaden. Also warum die Kammer da nicht tätig wird, ist ja für mich nicht nachvollziehbar. Also und über den VfGH möchte ich gar nicht reden, da gehört er sowieso weg. Für mich ist es ja besonders bei Dr. Mirfagai wirklich ein Rätsel. Da war er, der hat wirklich zugestanden, schon bald nach Erscheinen des Ibiza-Videos, dass er beteiligt war. Weil er hat sich ja da noch damit entschuldigt. Das war ein zivilgesellschaftliches Projekt und so weiter, sogar damit gebrüstet. Also der hat das zugegeben und die Hausdurchsuchung bei ihm war irgendwie mehr als 3 Monate später. Also eigentlich war dann im August oder so in seiner Kanzlei. Also das ist wirklich, wirklich skandalös. Also, was völlig unüblich ist im kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahren. Ja, wenn ich dir jetzt als Kriminalpolizist, du hörst es da jetzt und ich erzähle, da gibt es jetzt Personen, da wird Geld geboten für Informationen. Wie würdest denn du als Kriminalpolizist mit so einer Information umgehen? Da gibt es ja noch so etwas wie eine Anzeigeverpflichtung, oder? Jedenfalls ist einmal, wenn es den Verdacht einer strafbaren Handlung gibt, ein Amtsvermerk anzulegen, wenn man sich schon auf die Sache eingelassen hat. Und wenn es wirklich vitale Hinweiszeichen gibt, dass eine strafbare Handlung, und wenn sie sich nur angebahnt hat, ist das in jedem Fall schriftlich festzuhalten. Mhm. Der vorgesetzten Dienststelle oder auch der Staatsanwaltschaft in diesem Fall mitzuteilen und ein Ermittlungsverfahren, ob eins eingeleitet wird, das bestimmt dann die Staatsanwaltschaft. Aber diese Episode zeigt mir oder zieht in Zweifel, wann wusste die ÖVP und auch andere politische Parteien tatsächlich etwas bereits vom Ibiza-Video. Denn mit dieser Episode drängt sich einem schon der Verdacht auf, dass es Regierungsparteien gibt, die so etwas wie einen Notausschalter einplanen für eine Regierungszusammenarbeit. Also dieser Verdacht hat sich bei mir im Hinterkopf festgesetzt, als ich das gehört habe. Christian, ich habe jetzt gerade so die Frage gestellt, wie geht man als Polizeibeamter um? Wir wissen ja aus dem Untersuchungsausschuss, dass der Leiter der Soko Ibiza, der Herr Holzer, der ja auch schon im Untersuchungsausschuss Auskunftsperson war, wusste also laut Aktenlage bereits im Jahr 2015, dass da das eine oder andere nicht ganz sauber läuft. Wie hätte er reagieren sollen, deiner Meinung nach? Naja, und was hat er getan? Es ist so, ich meine, wenn er davon Kenntnis erlangt, dass hier eine strafbare Handlung gesetzt wird oder gesetzt worden sein soll, ja, dann handelt es sich aus meiner Sicht, und bin weniger berufen dazu, das zu beurteilen, als die Susanne, die hier sitzt, aber dann ist es ein Offizialdelikt, somit hätte er als Beamter handeln müssen. Ist auch der Grund, warum wir jetzt seitens unserer Fraktion im Untersuchungsausschuss auch eine Sachverhaltsdarstellung diesbezüglich einbringen werden. Eine Staatsanwaltschaft, wer möchte schon untersucht haben, ob der Herr Holzer da aus Gutdünken einen Akt wieder weggelegt hat, mit welchem Animo auch immer, ja, ob er hier einen Amtsmissbrauch begangen hat oder nicht. Das sind Dinge, das ist mittlerweile die zweite Sachverhaltsdarstellung gegen ihn, die wir auch einbringen. Nicht, weil wir ihn politisch segieren wollen, sondern weil wir gerade von einem Chef einer Sonderkommission erwarten, dass der wirklich sakrosankt ist und dass nicht einmal ansatzweise sich der Verdacht erhärtet, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Deswegen haben wir das auch gemacht. Aber es ist im Prinzip schon die zweite Sache, wo wir da gegenüber dem Magister Holzer misstrauisch sind. Und eine dritte Sache möchte ich auch noch ins Treffen führen. Und man sieht ja, wie verwoben dann diese ganze Sache eigentlich ist. Jetzt haben wir gerade gesprochen über den Anwalt Mirfagrei, wir haben über den Anwalt Suppan gesprochen. Und jetzt kommt noch eines dazu. Der Hauptdrahtzieher des Ibiza-Videos, Julian H., war, und das wissen wir auch aus der Aktenlage, ein Informant des Bundeskriminalamtes. Da hat es 2 Operationen gegeben, wo es gegen illegale Zigarettenproduktion und deren Vertrieb gegangen ist. Und da waren zumindest 2 Personen aus der Gruppe, die das Ibiza-Video erzeugt hat, waren da dort schon registrierte Informanten der Polizei. Und es ist für mich auch nachvollziehbar, dass mitunter auch der Magister Holzer davon gewusst haben muss. Das heißt, man hatte
registrierte Informanten bei der Polizei, hat dann Schmähhalber irgendwelche Videos gesucht, obwohl man eigentlich schon wusste, wer es produziert hat, der Mirfalkreich hätte es verkaufen sollen. Also all das war schon klar. Und man greift dann nicht auf die eigenen registrierten Auskunftspersonen zurück. Also das sind Dinge, die gehen für mich nicht zusammen. Und schon langsam verliere ich wirklich jeden Glauben in die redliche Zusammensetzung dieser Kommission, aber auch jeglichen Glauben in den tatsächlichen Aufklärungswillen des ÖVP-geführten Innenministeriums. Also das heißt, da muss man wirklich nachhaken. Und noch eins, Wolfgang Sobotka, ja, es hat eben diesen Versuch gegeben, der ÖVP und auch das offenbar den begründeten Willen der ÖVP, dass man Informationen über Strache kauft. Ja. So, abgewickelt worden ist es wiederum mit dem Präsidenten der Parteiakademie. Der hätte hier sozusagen dann den nächsten Schritt setzen sollen, gemeinsam mit Suppan. Und jetzt frage ich mich schon, Wolfgang Sobotka war zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Chef oder zumindest im Vorstand der Parteiakademie. Also wer den Wolfgang Sobotka kennt, weiß, dass der nicht einer ist, der das alles irgendwie laufen lässt, sondern dass der ein Kontrollfreak ist. Ja. Und auch das wird Teil unserer Befragung sein. Was hat Wolfgang Sobotka über die Aktivitäten seiner Parteiakademie, was er im Vorstand war, im Jahr 2015 gewusst? Also es ergibt eines das andere und man wird den Verdacht nicht los, dass man sich da ganz, ganz massiv mittlerweile im schwarzen ÖVP-Netzwerk befinden und am Ende des Tages wurscht, wie man am Krawattel rauszieht aus dem ganzen Sumpf. Es ist immer ein Schwarzer und ich glaube, das ist echt jetzt einmal an der Zeit, das zu lüften. Und es nervt mich mittlerweile wirklich, dass diese ÖVP noch immer an den Schaltstellen der Republik sitzen kann und einmal über das Justizministerium Sachen zudeckt, dann wieder aufs Innenministerium. Und wenn das beides nicht geht, dann sitzt am Ende des Tages der Sobotka noch dort und haut noch mit dem Hammer drauf als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, die ÖVP da jetzt einmal ein bisschen zur Seite zu rücken und einmal wirklich auf den tiefen Staat ein Auge zu werfen, der sich hier offenbar etabliert hat. Christian, das wäre theoretisch ein schönes Schlusswort gewesen. Ich möchte trotzdem noch eine abschließende Frage an dich stellen. Auch eine Verständnisfrage. Jetzt haben wir das gehört, da gibt es jetzt eine Gruppe von der ÖVP zuzurechnenden Personen, die bieten 70.000 Euro. Der Leiter der heutigen SOKO, damals auch schon Bundeskriminalamt, sagt selbst, ja, das haben wir schon gehört, interessiert uns nicht so. Aber welchen Sinn würde das für die ÖVP ergeben? Die hätten ja 2015 schon quasi den Sack zumachen können, die hätten die Möglichkeit gehabt, 2015 quasi den Stecker zu ziehen und sagen, so, wir haben jetzt genug belastendes Material, wir lassen die FPÖ, wir lassen Strache jetzt hochgehen. Sie haben es aber nicht getan. Welchen Sinn würde das ergeben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch darüber nachgedacht. Und im Prinzip gibt es ja nur eine Logik, die dahinter stehen kann. Und zwar, wir erinnern uns alle, dass es bereits 2015 ganz massive Ehezwistigkeiten zwischen ÖVP und SPÖ gegeben hat. Das heißt, da war die Luft längst draußen, so haben sie tagtäglich im Nationalratsszene in einer Ehe abgespielt. Das heißt, ich glaube schon, dass der ÖVP klar war, dass es einen potenziellen Koalitionspartner, um ihre Ziele zu verwirklichen, nur die FPÖ geben kann. Ich glaube, dass in einem Führungsstab rund um den Sebastian Kurz, der dann kurz später auch gegen den damaligen ÖVP-Obmann Mitterlehner gepusht hat, dass man damals gesagt hat, langsamer, wir machen das jetzt nicht gleich, sondern es ist ja ein HC Strache viel besser, der potenziell erpressbar ist und vielleicht die FPÖ noch in eine Koalition mit uns führt, als da jetzt den Stecker zu ziehen, wo uns dann schlussendlich vielleicht ein potenzieller Koalitionspartner abhandenkommt. Das heißt, ich glaube, für die ÖVP war es schlicht und ergreifend zu früh. Die ÖVP hat sich zwar darüber gefreut, diese Informationen zu haben und damit auch Druck auf Strache ausüben zu können. Wäre übrigens was, was ich ihn gerne mal fragen würde, ob es was in die Richtung gegeben hat. Auch das sollte man ja mal herausarbeiten. Ja, und dann ist auch doch mit den gleichen Personen wie der Daniel Kapp, der ist ständig irgendwo dabei, mittendrin statt nur dabei, möchte ich fast sagen, der auch schon beim Ibiza-Video schon wieder vorab gewusst haben soll, was hier läuft. Ja. Also offenbar dürfte das die Abteilung Informationsbeschaffung der ÖVP gewesen sein. Man hat hier strategisch Informationen gehortet, um einen willfährigen Koalitionspartner zu bekommen, seine Ziele umzusetzen, möchte schon fast Machtergreifung nennen, wenn man sich heute anschaut, wie Sebastian Kurz und Co. die Gewaltenteilung in der Republik mittlerweile komplett über den Haufen geworfen haben, dann ist das nichts anderes als eine Machtergreifung. Die FPÖ hat damals mitgespielt. Möglicherweise war einer dieser Gründe, dass die ÖVP schon länger den HC Strache unter Druck gesetzt hat, vielleicht sogar erpresst hat. Also all das gilt es jetzt aufzuarbeiten, aber das ist für mich das Motiv, warum man die Bombe nicht schon 2015 gezwungen hat. Ja, danke Christian für dieses wirklich ausführliche Schlusswort. Es zeigt recht gut, wir nähern uns mit der Befragung von Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsident den tiefen Gängen dieses tiefen Staates. Den gibt's leider in dieser Republik. Die Aktenlage spricht dafür, dass wir wirklich ein Problem sowohl im Innenministerium als auch im Justizministerium haben. Und jetzt geht's darum,
hier rechtzeitig die Notbremse zu ziehen, bis wir wirklich in einer Republik leben, die nur noch von der ÖVP dominiert wird. Liebe Susanne, meine Herren, herzlichen Dank für diese interessante Diskussion. Wir werden uns bald wieder melden, wenn es wieder heißt, der schwarze Faden. Bis dahin, alles Gute.